Servus, hier ist der Martin. Ich esse ja gerne und ich esse ja auch gerne oder sehr gerne sogar griechisch. Ja, ich war früher oft in Griechenland im Urlaub, immer toll gegessen, abseits der Touristenwege, in irgendwelchen tollen Tavernen auf Kreta. Und vorletztes Jahr, glaube ich, waren wir auch auf Korfu Kurzstation gemacht und da ist das Bild vom Titel auch her. Ja, und ich wollte sowieso mal das erklären, wie man Ziele teilen kann, also wie man mit der App ein Ziel teilt, damit aufs Auto kommt, um dann mit dem Autonavi direkt dahin zu steuern. Aber gleich noch einen draufsetzen, weil es geht nicht nur mit der WeConnect ID App, man kann auch in Google sein Ziel suchen und über einen Umweg dann auch aufs Auto bringen. Und das wollte ich ihr einfach mal vorführen. Und weil das Thema gerade so schön passt, hier in Weinheim esse ich auch gern griechisch. Auch jetzt im Moment holen wir halt dort manchmal. Ja, alle paar Wochen. Und das Restaurant heißt Beim Alex. Und das ist auch ein schönes Praxisbeispiel. Ich suche einfach jetzt mal auf der Google Maps App den Alex raus und zeig euch, wie man es macht, dass dann der ID3 dieses Ziel bekommt und man dann direkt dorthin fahren kann und was zu essen holen kann. Viel Spaß beim Zuschauen. So, hier in meiner Android-App von Google Maps kann ich einmal suchen. Da ist er auch schon, beim Alex, mein Grieche. Ich klicke den hier einfach mal an. Dann geht unten das die Infobox auf, wann er aufmacht und all diese Sachen, das kennt ihr. Und ich kann aber auch, wenn ich weiter hochschiebe, den Ort teilen. Hier seht ihr es, ich klicke es gleich mal. Und jetzt gehen die Apps auf dem Handy auf, mit denen ich teilen kann. Ich schiebe das jetzt einfach mal nach rechts, das sind jede Menge. Um die geht es jetzt hier aber nicht. Bis ich denn hier auch meine WeConnect ID App sehe. Ja, und die einfach mal klicken. Und jetzt wurden die Daten an die App geteilt und sie öffnet sich auch gleich und sie weiß auch hier, wo der Alex ist. Also nicht nur irgendwie die Straße oder die Adresse, sondern der Ort selbst ist ihr bekannt. Und die App hat ja hier auch den Teilen-Button, den klicken wir jetzt auch mal. Und jetzt kann ich diese Info ans Fahrzeug senden. Unten steht Ziel an Fahrzeug gesendet. Und jetzt erscheint dann auf meinem Display am Auto, dass da ein neues Ziel angekommen ist. Und auf dem nächsten Video seht ihr dann, wie es da weitergeht. Und schwupps, sehe ich schon hier das Ziel im Auto. Naja, so arg schwupps nicht. Ich glaube, ich bin schon in Frankfurt. Ich glaube, heute ist auch ein anderer Tag. Also es dauert einfach immer noch furchtbar lang, bis diese Ziele auch ankommen. Manchmal geht es schnell, manchmal geht es langsam. Hier ist der Alex. Es steht sogar eine Telefonnummer dabei. Es wird nach Ablauf gelöscht. Ich weiß jetzt nicht, was der Ablauf ist. Ich kann es abbrechen. Speichern möchte ich nicht, aber ich kann mir es auch anzeigen lassen. So, hier ist jetzt der Alex angezeigt, würde ich 39 Minuten brauchen. Bild des Google, auch cool. Und wenn ich jetzt hier Start drücke, bitte 50 Meter den Straßenverlauf, dann funktioniert es auch. Ja, es sind 63 Kilometer jetzt von hier. Rechts halten in Richtung A3 Würzburg. So, ihr seht, das funktioniert auch irgendwie mit den Zielen von Google an die Connect App ID und dann ans Auto zu schicken, aber im Moment haben wir da noch zwei Probleme. Das eine ist, nicht alle Google-Ziele lassen sich fehlerfrei an die WeConnect ID-App übergeben. Das heißt hier, den Alex, den habe ich vorher ausprobiert, aber es gibt auch Ziele, wenn du dir die dann in WeConnect ID anguckst, dann sind die ganz woanders, irgendwo anders auf der Welt. Ich weiß jetzt nicht, ob es an Koordinaten hängt oder an Zielnamen oder ob das Ziel auch vorhanden sein muss. Soweit habe ich es nicht ausprobiert. Also es geht nicht immer, aber wenn es geht, ist eine tolle Sache. Und das Zweite ist, es dauert natürlich zu lang oder oft zu lange. Ich hatte es auch schon, da war es pünktlich da. Aber oft dauert es einfach zu lange, bis das Ziel hier im Auto auch angezeigt wird.
so wie heute, ich bin schon wieder ganz woanders, bis das Ziel kommt. Aber das ist ja nur eine Sache der Geschwindigkeit. Und da glaube ich, das lässt sich irgendwie technisch ganz einfach bewerkstelligen, so dass das demnächst einfach auch schneller ist. Also viel Spaß beim Ziel einstellen. Bis dann. Tschüss.